Titel für euch heute. Ihr wisst ja, ich bastel so ein bisschen so blind mit einem 3D-Drucker und heute lautet mein Thema Anforderungen an taktile Unterscheidungsmerkmale an Gegenständen zur Benutzung durch Blinde unter besonderer Berücksichtigung von Gesellschaftsspielen. Ja, will sagen, wie soll ich das anfühlen? ich gehe ein auf die Unterscheidbarkeit, auf die Unverrutschbarkeit. Es geht um die Sicherung gegen Herunterfallen. Gegenstände müssen vielleicht mal stapelbar sein oder gut aneinander gleiten. Wir reden über Beschriftung, Druckbarkeit. Ha, cooles Feature für Blinde, Nutzbarkeit durch Sehende. Das aktuelle Copyright in der EU hat da eine Änderung erfahren und noch eine Einladung mitzumachen. Ihr kennt alle Pöppel, das sind diese Spielfigürchen von Spielen. Und normalerweise werden die einfach in verschiedenen Farben hergestellt. Das kennt ihr von Mensch ärgere dich nicht von Monopoly. Und Carcassonne sind die anderen Männchen da, glaube ich, noch. Wenn Blinde jetzt spielen wollen, muss das natürlich irgendwie fühlbar sich unterscheiden. Dafür gibt es die klassische Methode, die Gegenstände einfach aus verschiedenen Materialien zu basteln bzw. zu ummanteln. Also teilweise wird da beklebt mit Filz, mit Holz oder mit Papier. Die Oberfläche kann sich in irgendeiner Art und Weise unterscheiden. Und im 3D-Druck machen wir das natürlich rein über Form, Textur und Muster, weil wir ja immer beim gleichen Plastik sind. Wenn wir da also nicht das Material irgendwie wechseln wollen, dann sind wir darauf eingeschränkt. Jetzt muss man aufpassen, manche Spiele haben schon verschiedene Arten Pöppel. Manche sind dann dafür da, auf der Punkteliste weitergeschoben zu werden, andere sind die Spielsteinchen selber. Wenn da also die Form schon als Unterscheidungsmerkmal benutzt wird, dann können wir die hier schlecht doppelt belegen, dann müssen wir uns was ausdenken. Ein Problem beim Spielen mit Blinden ist, dass die über das Spielfeld tasten und dabei alles durcheinander bringen können. Das ist beim Scrabble sowieso schon eine Herausforderung, auch für Sehende. Für Blinde ist das natürlich echt das Problem, dann kann man das mit dem Spielen gleich wieder sein lassen. Darum ist die gängige Methode, etwas auf einem Untergrund anzubringen, dass es eben nicht verrutschen kann. Ihr seht, da sind irgendwelche Bohrungen im Holz oder man spielt auf einer Spielplatte, die gleich Vertiefungen hat. Das hätte halt bei dem Scrabble da oben rechts auch geholfen, um das Verrutschen zu verhindern. Runterfallen ist total nervig. Blinde und auf dem Fußboden rumsuchen ist keine gute Idee. Wie war der nette Kommentar? Für Dicke ist das auch anstrengend, wenn was runterfällt. Dafür kann man halt auf klassische Hilfsmittel zurückgreifen. Das eine ist das Bänkchen, auf dem man Spielsteine platziert. Kennt man von Scrabble, von Rummy Cup oder ähnlichem. Sowas kann man natürlich ergänzend anbieten. Dann gibt es diese wunderschönen Würfelbecher, die einen Deckel haben und eine Würfelfläche, sodass man das Ganze geschlossen weiterreichen kann und auch immer weiß, wo man den Würfel ablesen kann. Er ist einfach da, wo er hingehört und nicht irgendwo auf dem Tisch. Und damit die ganzen Spielsteine nachher nicht verloren gehen oder wild in der Kiste rumfallen, haben sich diese Tabaksbeutelchen ganz gut bewährt. Dann haben wir natürlich den Anhaltspunkt, dass manche Sachen sich stapeln können sollen. Zum Beispiel, wenn wir normale Pappspielkarten haben, dann kann man die ganz selbstverständlich bei Rommi oder Kanaster in einer Reihe ablegen. Wenn wir jetzt was machen, was irgendwelche taktilen Kennzeichnungen hat, dann gleitet das nicht mehr so übereinander, lässt sich nicht mehr so gut stapeln. Dafür macht man einfach nochmal einen Rand drumherum, dass alle Plättchen wieder das gleiche Außenformat haben und macht die taktilen Merkmale einfach ein bisschen vertieft. Und hier kann man auch schon sehen, dass die Würfel halt keine vertieften Punkte oder Augen haben, sondern dass das alles erhaben dargestellt wird, weil es sich besser tasten lässt. Also diese Würfel könnte man dann natürlich auch wieder stapeln. Ja, wenn wir Beschriftung anbringen wollen, da haben wir es schon leicht. Es gibt bereits die Schrift, die auch benutzt wird, um unsere Mathe-Texte zu machen. Gibt es nicht nur Schwarzschrift, also lateinische Buchstaben, sondern es gibt auch schon einen Braille-Zeichensatz, den kann man dann einfach mit benutzen. Brauchen wir nur die Schriftart zu ändern.
Das macht es leicht. Wichtig ist, dass man dabei die Größe einhält. So ein Breitzeichen sollte also 6,5 mm hoch sein. Wenn man es vergisst, kann man Wikipedia nachschauen oder auf der nächsten Medikamentenpackung nachmessen. Es ist bei Buchstaben dann wichtig, dass man die Orientierung angibt. Also genauso wie eine 6 und eine 9 in klassischer Schwarzschrift nun mal verdrehbar ist, sind auch alle Braillezeichen, wenn sie auf dem Kopf stehen, haben sie eine andere Bedeutung. Man muss dann also vielleicht nochmal eine Unterstreichung oder irgendwas anbringen, um die Orientierung klar zu machen. Wenn man Ziffern darstellen will, dann wird das in Braille so gemacht, dass ein Ziffernzeichen, also das Hash, vorgestellt wird und dann AS1, BS2 und so weiter gilt. Oder wenn man halt eine mehrstellige Zahl hat, dann braucht man nur einmal das Hash davor zu setzen, um eine Ziffer zu kennzeichnen. Das würde man also auch machen, außer man hat große Platznot und es ist völlig klar, dass es sich um eine Zahl handeln soll. Eine kleine Problematik, die wir da haben: Wenn ich jetzt mit einem Blinden Scrabble spiele und er soll sein Kettchen nachziehen, dann kann er natürlich schummeln und schon mal im Beutel lesen, was er da rauszieht. Da habe ich noch kein Gegenmittel gefunden. Wer dann eine Idee hat, möchte sich bitte bei mir melden. Gut. Ja, dann geht es natürlich darum, wenn wir irgendwelche Spielfigürchen entwerfen, dass die Druckbarkeit irgendwie erhalten bleibt. Überhänge, dünne Wände, das ist ganz klar. Alles, was mit 3D-Druck zu tun hat, das kennt ihr ja. Würfel sollten dann vielleicht massiv gedruckt werden, denn wir sind nicht so sicher, ob das noch Laplace ist, wenn man da drin so eine Stützwarenstruktur drin hat. Ne? Man kann sich natürlich auch mal einen Malefizwürfel drucken, der auf einer Seite schwerer ist und lauter Einsen würfelt oder mit Ärger dich nicht würfelt, der eher zu 6 tendiert. Die meisten Anfragen von Blinden zu spielen bekomme ich, wenn blinde Großeltern mit ihren Enkelkindern spielen wollen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Spiele auch für Sehende brauchbar sind. Das heißt, wenn wir können, drucken wir mehrfarbig. Also so ein Scrabble-Spiel, da habe ich schon angefangen, soll eben nicht nur den Braille-Buchstaben, sondern möglichst auch in Farbe den Schwarzschriftbuchstaben als lateinischen Buchstaben enthalten, damit Sehende halt auch mitspielen können, ohne Braille zu lernen. Wenn wir Anleitungen zu den Spielen rausgeben, bitte auch in Schwarzschrift. Und das wäre jetzt halt so ein echter Anwendungsfall, dass wir mal die Multicolor-Funktion von unserem Laptop ausprobieren. Es gab jetzt kürzlich eine europäische Initiative, heißt nach Marrakesch, dem Ort, wo das beschlossen wurde, dass die Vervielfältigung von Medien in nicht schwarzschriftlesbarer Form erlaubt werden soll, in erster Linie nur für Bibliotheken und unter Sicherstellung, dass dieses Material dann auch nur von der Zielgruppe benutzt wird. Also Blindenschrift lesen lernen mit den Augen als Sehender und dann in die Bibliothek gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal den neuesten Schätzing, das geht dann noch nicht, das wollen sie gerne verhindern. Hier mit den Gesellschaftsspielen gibt es natürlich ein neues Problem. Wenn der blinde Opa jetzt in die Bücherei geht und das Mensch ärgerlich nicht ausleiht, dann soll irgendwie sichergestellt werden, dass das nur mit anderen Blinden spielt, ist kacke, oder? Also das ist wieder nur an Bücher gedacht worden, leider. Also es wird auch nur an Hardware gedacht, ne? Wie sieht das denn das mit dem E-Book oder so aus? Das, ich meine, das ist für Blinde und Sehende gleiche quasi größtenteils. Ja, auch das Hörbuch hat das gleiche Problem. Ich weiß nicht, wie sie es sicherstellen wollen. Wahrscheinlich wechselt dann nur das Recht, das zu tun, keine Ahnung. Bisher war auch eine Hemmschwelle, dass man in den einzelnen Ländern bereits die Möglichkeit hatte, oder die Genehmigung hatte, dass nicht kommerzielle Anbieter etwas in Braille umgesetzt haben, aber du durftest dann zum Beispiel den gleichen deutschen Text nicht aus der Schweiz nach Deutschland bringen oder umgekehrt. Und es mussten nicht kommerzielle Organisationen machen. Ja, das soll dann jetzt fallen. Ist von Deutschland noch nicht ratifiziert, aber zumindest ging schon durch die Medien, dass sie vorhaben, es zu übernehmen.
Einladung, mach doch einfach mit. Ich habe eine Wiki-Seite angefangen für den Gesellschaftsspiel-Replikator. Ihr könnt da eure Lieblingsspiele vorschlagen, das wir mal versuchen, sie umzusetzen. Selber Teile designen, beim Drucken helfen immer gerne. Ja, also bis ich so ein Domino-Spiel gedruckt habe, muss ich ja noch einige Abende hier verbringen. Und ihr wisst alle, dass ich dann doch nicht so oft hier bin. Wenn der Drucker leer ist, freue ich mich also, wenn jemand was mitdruckt. Wenn wir dann soweit sind, können wir Anleitungen einlesen und podcasten. Ich habe vor, das Ganze auf der Maker Faire auszustellen. Natürlich können wir dann nachher auch alle zusammen spielen. Und was mir noch eingefallen ist, wir brauchen diese Würfelbeutelchen. Das ist dann auch, glaube ich, ein Stickfall für die Stick- und Nähmaschine. Also da könnt ihr euch einbringen, wie ihr möchtet. Und wenn es halt Probleme gibt, das Ganze im 3D-Drucker zu fertigen, egal. Hast du schon Braille gestickt? Ich habe Braille noch nicht gestickt, aber ich habe auf jeden Fall vor, mein Logo für diese Projekte, das ist gelber Hintergrund mit einer Weltkarte drauf und den drei schwarzen blinden Punkten, wobei der untere aber abgeschnitten ist zu einem Halbmond und nur so ein Grinsegesicht gibt. Das würde ich gerne mal als Sticklogo machen. Mal gucken, ob die Weltkarte im Hintergrund da noch zu erkennen ist. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit dazu ansprechen oder anmelden. Ich habe die Dominos dabei, die kann ich gleich mal rausdrücken. Was ihr hier noch seht, ist oben links eine sehende Fußballmannschaft, die sich mal auf ein blindes Training eingelassen hat. Oben rechts das Spiel Tischball, das ist so ähnlich wie Tischtennis. Man spielt mit einem scheppernden Ball und muss statt übers Netz immer unterm Netz drunter durchspielen. Ist sehr spaßig und sehr laut. Und ja, das unten rechts ist unsere deutsche Bundesbehindertenbeauftragte Verena Bentele, ich glaube, als sie gerade ihre Skimedaille gewonnen hatte. Oder?